Als Heimat 1 vor 35 Jahren hier gedreht wurde, habe meine Frau und ich noch hier in dieser Schmiede gewohnt. Und so haben wir praktisch den Edgar Reitz auch kennengelernt. Er hatte damals was gesucht, eine alte Schmiede in Hufeisenform, was hier in Gehlweiler noch stand. Und so ist er dann auf uns zugekommen und wir sind im Nachhinein froh und stolz, dass wir dabei sein durften. Auch ich bin in der Serie Heimat mehrfach zu sehen. Nur so einen einfachen Komparse beachtet man ja nicht so wie so einen Schauspieler. Aber immer wenn sie so einen halben Schauspieler gebraucht haben, dann haben sie auf mich zurückgegriffen. So bin ich hier einmal zu sehen, als unsere ganze Familie auf dem Nürburgring zum Autorennen war, was aber auch hier um die Ecke gedreht wurde. Dann sieht man mich hier wieder als ein Soldat mit dem K98 auf dem Rücken, auf dem Fahrrad, scheinbar gerade auf Heimaturlaub. Auch hier bin ich ein Soldat mit dem Motorrad. Dann hier haben wir gedreht Bau der Hunsrück-Höhenstraße. Gefilmt wurde das, als die Autobahn vor Kelm bei Trier gebaut wurde. Sah so aus, als ob wir damals die Hunsrück-Höhenstraße, oder wir haben sie ja tatsächlich auch gebaut, die Hunsrück-Höhenstraße. Der Übergang zwischen Realität und Fiktion erscheint manchmal fließend. Edgar Reitz zeigt in seinem Filmepos Heimat Hunsrücker Geschichte. Das von ihm erschaffene Hunsrückdorf Schabach ist aber mittlerweile längst selbst ein bedeutender Bestandteil dieser Geschichte geworden. Friede Simons Paul? Mit der Rückkehr des Soldaten Paul Simon aus dem Ersten Weltkrieg beginnt die Erzählung von Heimat. Eine 16-stündige Filmreihe aus den 80er Jahren, die Zeitgeschichte beschreibt und selbst geschrieben hat. Gott sei Dank. Mit seiner Chronik des 20. Jahrhunderts hat Edgar Reitz den Hunsrück, seine Landschaft und seine Mundart weltweit bekannt gemacht. Jede Geschichte hat ihren eigenen Ort. Man ist da ja nicht so beliebig in der Wahl. Ich bin im Hunsrück aufgewachsen, als Kind. Sehr viele von den Geschichten tragen persönliche Erinnerungen mit sich. Vor allem auch, was die Landschaft angeht. Das spielt ja in dem Film von der ersten Minute an eine Rolle. Also wenn der junge Mann da aus dem Weltkrieg zurückkehrt und er kommt aus diesem Tal herauf durch die Wiesen und da taucht die Kirchturmspitze seines Dörfchens auf und er weiß, jetzt ist er wieder daheim. Also so ein Bild, das kann man sich nicht einfach irgendwo beliebig ausdenken. Für Hunsrück-Flair sorgen auch viele Laiendarsteller, deren eigenwillige Aussprüche Kultstatus erlangt haben. Da wird sich einer in der Luft verirrt. Ey, du warst Steilung! Heimat ist ja kein melancholischer Film. Ist eher ein heiterer, eher ein komödiantisch gemachter Film. Die Figuren alle sind mit sehr viel Verständnis auch für die schrägen Eigenschaften gemacht. Also für mich ist das kein melancholisches Thema. Obwohl für viele Menschen mit Heimat verbunden wird, das Gefühl, etwas verloren zu haben. Also etwas, was man irgendwo in der Kindheit zurückgelassen hat und nicht mehr wiederfindet. Aber wenn man diesen Dingen auf den Grund geht, stellt man fest, dass davon etwas die Rede ist, was man auch nie besessen hat. Was machen wir nur? Nach dem Krieg heiratet der in sich gekehrte Paul die Bürgermeistertochter Maria. Doch um im fernen Amerika sein Glück als Elektronikfabrikant zu machen, wird er seine Frau und seine Heimat schon bald für immer verlassen. Maria, ich glaube, ich hab dich lieb. Für das Leben eines Menschen spielen Ort und Zeit eine entscheidende Rolle. Das sind die Faktoren, die Sie nicht selbst wählen können. Also wenn Sie geboren werden, können Sie nicht entscheiden, wann und wo. Und dieses Wann und Wo spielt aber das ganze Leben hindurch eine Rolle. Und wie man sich dazu verhält, ob man da die Flucht ergreift oder ob man den Ort und die Zeit, in der man sich dort befindet, mitgestaltet,
ist sehr entscheidend für unser Heimatverhältnis. Das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, der Neuanfang. Nachdem Paul den Hunsrück verlassen hat, führt Maria die Familie durch die Wirren der deutschen Geschichte, die auch in der Provinz deutliche Spuren hinterlässt. Im realen Nachkriegsdeutschland beschäftigte sich der neue deutsche Film dann ab den 70er Jahren intensiv mit der bislang verdrängten Vergangenheit. Allen voran Edgar Reitz mit seinem provokant betitelten Filmepos Heimat. Nach unserem Film ist der Heimatbegriff ja in die öffentliche Diskussion gekommen und bis heute dort geblieben. Es wird unendlich oft und viel über Heimat diskutiert, vor allem in den letzten Jahren, wo es um die Frage der Globalisierung, Fragen der weltweiten Mobilität, auch der Informationssysteme geht. Da fragt man sich, was ist Heimat eigentlich? Gibt es sozusagen einen Antipol, einen Gegenpol zu dieser Weltmarktsituation, der wir alle ausgeliefert sind? Und da gibt es eine gewisse Sehnsucht danach. Das taucht in fast allen Diskussionen auf. Also da haben wir mit dem Film etwas angestoßen, was bis heute nachwirkt. Gut drei Jahrzehnte nach der Erstaufführung kann Heimat nun wieder im Kino gezeigt werden. In einer vom Land Rheinland-Pfalz finanzierten, digital aufbereiteten Neufassung, die in Mainz erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Edgar Reitz hat mit seinem Werk internationale Filmgeschichte geschrieben. Er hat die Geschichte des letzten Jahrhunderts dargestellt und damit natürlich einen ganz bedeutenden Teil der rheinland-pfälzischen Geschichte aufgegriffen und auch weltweit bekannt gemacht mit seinem filmischen Werk. Insofern ist es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, ein ganz wichtiges Symbol für unser Land, dass dieses filmische Werk jetzt eben auch digitalisiert worden ist und auch in Zukunft geschaut werden kann. Für einige, wie das Klärchen Gudrun Landgräbe, stand der erste Auftritt in Heimat am Beginn einer erfolgreichen Schauspielkarriere. Für viele Hunsrücker wurde die Mitwirkung an Heimat, ob als Laiendarsteller, Komparse oder Helfer bei den Dreharbeiten, zu einer prägenden Lebenserfahrung. Zum Teil über Generationen. Denn die ersten Hunsrück-Filme bildeten den Auftakt für eine immer wieder aufgegriffene Reihe. Der Beginn einer Faszination, die bis heute die ganze Region erfasst hat. Ich freue mich darüber, dass die Hunsrücker sich so identifizieren mit dem Film. Ich selbst lebe nicht dort, auch meine Familie gibt es nicht mehr. Also nachdem mein Bruder gestorben ist, habe ich das Elternhaus der Gemeinde Moorbach zur Verfügung gestellt. Die haben dort das Café Heimat eröffnet. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert und worüber ich mich auch sehr freue. Ich gehe da hin und wieder hin, wenn ich in der Gegend bin, trinke da einen Kaffee. Den Uhrmacherladen der Familie Reitz hat Andreas Hacketal bereits in seiner Kindheit besucht. Als Bürgermeister der Gemeinde Moorbach machte sich Hacketal dann für die anfangs durchaus nicht unumstrittene Nutzung als Café und Kulturzentrum stark. Mit diesem Filmepos Heimat verbindet sich vieles, was wir hier in der Gemeinde Moorbach, aber auch in der ganzen Region, insbesondere im Hunsrück, insgesamt finden, was sehr dazu beiträgt, dass wir kulturell ein wertvolles Element finden, mit dem man Menschen begeistern kann, mit dem man aber letztlich auch eine wunderbare Grundlage findet, um eines hier im Hunsrück zu erreichen, nämlich ein identitätsstiftendes Merkmal. In den oberen Stockwerken des Reitzschen Elternhauses lädt nun eine Medien- und Literatursammlung zum Stöbern, Schauen und Schmökern ein. Eine umfangreiche Ausstellung zeigt persönliche Erinnerungsstücke, wie Reitz ersten Filmprojektor aus dem Jahr 1938, ebenso wie Requisiten aus allen Teilen der Filmreihe. Etwa Schnüsschens Hochzeitskleid aus der zweiten Heimat. Im Treppenhaus eine Übersicht aller Figuren und ihrer Darsteller. Nicht zuletzt die vielen Laienschauspieler aus der Region trugen einen wichtigen Teil zum gelungenen Lokalkolorit bei. Es gibt einen bestimmten Charakter an Mensch, den wir hier im Hunsrück auch immer wieder erleben. Der Hunsrücker ist nicht immer ganz einfach, aber er ist letztlich eine feste Persönlichkeit mit allen Eigenschaften, die damit einhergehen. Das Besondere an den Heimatfilmen ist allerdings auch, dass sie immer wieder besondere Regionen, besondere Lokalitäten aus dem Hunsrück darstellen. Und damit bietet das Filmepos auch touristisch großes Potenzial.
In der ganzen Region weisen Schilder auf die verschiedenen Drehorte hin. Fester Bestandteil aller Heimattouren ist die Burgruine Baldenau, die im Tal der Thron gelegene einzige Wasserburg des Hunsrück. Schauplatz eines denkwürdigen Familienausfluges der Simons und der Wiegands, bei dem das von Paul gebaute erste Radio Schabachs eingeweiht wird. Bei der Besichtigung eines anderen Touristenmagneten treffen wir dann auch Heribert Demgen wieder. Er ist der Besitzer jenes Hauses in Gehlweiler, in dem vor wenigen Jahren mit der anderen Heimat der jüngste Teil der Filmreihe gedreht wurde und das vom mittlerweile verstorbenen Ausstatter Toni Gerg als perfekte Kulisse für die im 19. Jahrhundert spielende Handlung hergerichtet wurde. Wir hatten miterlebt, welche Liebe hier die Ausstattung in dieses Haus gesteckt haben und wir uns gesagt haben, das ist so wunderbar gemacht und ist ein echtes Zeitzeugnis. Das muss unbedingt erhalten werden. Und so konnte ich nach dem Ende des Films sehr viele wunderbare Ausstattungsgegenstände auch wiederum übernehmen und bin heute ganz stolz, dass ich diese Räumlichkeiten und diese Gegenstände den Menschen hier aus der ganzen Welt zeigen kann. Und das ist nicht übertrieben. Das als eine Art Heimatmuseum fungierende Filmhaus stößt besonders bei Besuchern aus Brasilien auf großes Interesse. Den Nachfahren jener Hunsrück-Auswanderer, die Jakob Simon in der anderen Heimat so beneidet hat. Die Menschen sind also nicht so, wie wir uns das heute denken, ausgewandert, einfach um andere Länder zu sehen oder um neu anzufangen, sondern sie hatten hier auf dem Hunsrück, in diesem kargen Landstrich, keine Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren. Ein Thema, das schon in der ersten Heimat anklingt. Früher, wie mein Großvater noch gelebt hat, da sind die Leute nach Brasilien ausgewandert. Und die heißen heute Emilio, Francisco, Roberto und Macrinia. Doch Heimat zeigt vor allem den anderen Aspekt von Migration. Wie hier Lotti, die nach der Verhaftung der kommunistischen Verwandtschaft 1933 aus dem Ruhrpott nach Schabach geholt wird, werden über die Jahre immer wieder Neuankömmlinge aufs Herzlichste im Hunsrück eingemeindet. Also für mich war in meiner Erinnerung die Heimat immer ein Haus mit offenen Türen. Meine Großmutter hat nie die Haustür zugesperrt. Und als ich sie mal fragte, ob sie nicht Angst hätte im Haus, das hat sie gesagt, wenn ich zusperre, dann kommen die Einbrecher. Heimat ist für Edgar Reitz also kein fester Besitz, der sich abgrenzen lässt gegenüber sogenannten Fremden. Mit ihrem bemerkenswerten Film haben Reitz und die vielen Mitwirkenden damals eine Debatte angestoßen, die gerade in Zeiten hoher Flüchtlingszahlen und einer allseits geforderten Willkommenskultur nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Die Familie Simon hat den Hunsrück in gewisser Weise übrigens nie verlassen. Noch heute finden sich die Filmgräber auf dem Friedhof Sagenroth. Wenn die kleinen Hinweisschilder auf den Grabsteinen nicht wären, könnte man fast meinen, aus der Fiktion sei über die Jahre doch noch Realität geworden.